Hey Leute, was geht? Hier ist wieder euer Gigo aka Giga Tobi und willkommen wieder zurück zu Command & Conquer 3 Tiberian Wars. Ja, wir haben jetzt im letzten Part von der Mission 13, also zwischen Part 2, 2 von 2, haben wir auf jeden Fall gesehen, was Kane uns für Informationen beschert hat. Falls ihr es noch nicht angeschaut habt, könnt ihr ihn ja nochmal gucken. Falls ihr nochmal Command Conquer selber nochmal in der Playlist schauen wollt, da gibt es noch unzählige viele Videos auch noch von der GGI-Kampagne, die ich abgeschlossen habe, und jetzt fast abgeschlossene Nord-Kampagne. Wir sind ja hier so gesehen am Ende, kann man hier auch sehen. Bam. Ja, und danach folgt uns noch eine geheime weitere Kampagne und dann ist das Projekt so gesehen abgeschlossen. Danach kommt Kains Rache mit weiteren paar Missionen, aber wird nicht mehr so lange laufen wie Tiberian Wars, weil Tiberian Wars ist so gesehen das Hauptspiel und Kains Rache ist so gesehen das Add-on, also ist ein Expansion Pack, so kann man sagen. Ja, danach folgt dann Command Conquer Alarmstufe Rot 3. Das kennen viele auch einige. Das wird auf jeden Fall auch dann gestartet mit den ganzen Kampagnen mit der Alliierten, Sowjets und das Reich der aufgehenden Sonne. Danach folgt irgendwann noch Command Conquer Trial Tiberium oder Tiberium Twilight, auf jeden Fall irgendwie sowas. was noch nicht so geschätzt worden ist als Command Conquer oder was es jetzt nicht mehr so den Command Conquer gegeben hat, was es eigentlich sein sollte. Aber egal, ich wollte das trotzdem zocken, wollte gucken, wie die Story ist. Ja, ich habe das noch nicht gespielt, weil ich war erst skeptisch ging wegen der Bewertung und so, aber ich werde es trotzdem holen, weil ich wollte trotzdem mal gucken, wie die Kampagne ist. Also das kann ja nicht trotzdem nicht schaden. Ja, und danach kommt irgendwann nochmal StarCraft 2 und so weiteres. Also, da wird auf jeden Fall alles auf euch zukommen. Auf weitere alle Projekte. Also, ich habe auf jeden Fall eine Menge vor. Aber es muss einfach sein, dass ich Command Conquer Let's Play, weil ich bin echt Fan der Serie seit 1995. Seit ich auch jetzt Giga Tobi heiße. Also, selbst Giga Tobi auf jeden Fall. Und ja, ich finde einfach die Serie seit Tiberium Konflikt echt geil. Ich habe ja auch jeden Teil, ich habe auch die ersten 10 Jahre und alles. Und ich dachte einfach mal, ich spiele jetzt also sowieso erstmal das aktuellen Command Conquer wie Tiberian Wars, Kane's Rache, Alarmstufe 3 und ja, und dann Command Conquer 4 und irgendwann kommt ja auch noch General 2. So, sind wir jetzt hier in Norditalien. Verteidigen Sie Kanes Geheimwaffe im Norditalien gegen die Aliens. Ja, Kane hat eine Geheimwaffe und das werden wir jetzt wohl irgendwie herausfinden. So, schauen wir mal. Mir war irgendwie immer klar, dass die Besucher möglicherweise nicht sehr kooperativ sind. Deshalb ließ ich eine Waffe entwickeln, die auf diese Schwäche zielt. Mit ihr kannst du einen ihrer Türme erobern, aber du musst dich beeilen. Die Besucher greifen die Anlage an, während wir sprechen. Sichere die Anlage. Und danach hast du freie Hand, die neue Waffe zu testen. Oh, ein böser Plan von Kane. Wir können seine neue Waffe testen. Norditalien. Kane hat Ankunft der Besucher vorhergesehen und wusste, dass eine mächtige Waffe nötig sein würde, um die Invasion in eine produktive Richtung zu lenken. Kane hat ein Forschungszentrum hier in Norditalien mit dem Bau der Katalystrakete beauftragt. Forschungszentrum. Also, Quatsch. Die Waffe ist einsatzbereit, aber die Besucher sind unberechenbar und attackieren das Forschungszentrum. Oh je. Verhindern Sie die Zerstörung des Raketensilos und reparieren Sie die Einrichtungen. Anschließend können wir das Blatt mit Ihrer neuen Waffe wenden. Ja, legen wir los. So. Ich glaube, die Mission wird auch auf jeden Fall richtig kacker. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Also, das weckt schon ein bisschen Erinnerung. Die Catalyst-Startrampe wird von den Besuchern angegriffen. Erobern Sie sie, bevor sie zerstört wird. Ja, da fangen wir schon mal den ersten nervigen Akt an. Erstmal bauen wir einen Empfange Nachricht. Reparieren Sie die Catalyst-Startrampe, damit wir die Catalyst-Rakete einsetzen können. Schützen Sie sie vor den Aliens. Ah, ja. Alles sehr eindeutig. Jo, jo, jo. Neues Bonusziel. Erobern Sie die Rüstungsplattform, um Verstärkung anzufordern. Chill, da kommt noch alles. Machen wir erstmal Raketentrupps. Bau abgeschlossen. So. Wir haben die Raketen.
Dann bauen wir jetzt mal einen zweiten und dann bauen wir noch. Wir haben die Was können wir hier noch so machen? Wir genau. Haben dann eine Plattform bauen. Wir haben die Raketen. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Ja, das ist mir schon klar. Weil die Aliens kommen jetzt mit ihren widerlichen Flugeinheiten an. Ja, ich glaube, ihr kennt das bestimmt auch so, dass ich sehr allergisch auf diese reagiere. Aber nur zu Recht, weil das ist echt ätzend. So, ja. Wow, was? So wenig Leben hat das Ding noch. Ja, jetzt übertreibt mal nicht da oben, ne? So. Ungeeigneter Bauplatz. Bau hin. So. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Ja, ey, die kann doch nicht so schnell Leben verlieren, oder war doch. Bau abgeschlossen. Bau. Könnt ihr mir doch nicht antun hier. Ausbildung. Könnt ihr mir doch nicht antun hier, das gibt's doch nicht. Oh. Ungeeigneter Bauplatz. Fang gleich an zu weinen, ey. Oh. Ja, sicherlich. Ja, ist doch alles gut. Ist doch gut. Jo, ich hab's doch kapiert. Ich hab's verstanden, Junge. Verstanden. Wenn im Gleiter bereit zum so. Abheben. Wir bauen einfach mal ein gepflegter Scheißteil hier hin. Wir bauen einfach mal hier weitere Venom. Die Catalyst-Startrampe ja, wird angegriffen. Heul doch. Bau unterbrochen. Ey, ja. Okay. Die übertreiben ist echt die Lage. Wir gehen einfach mal hin und... Hilft nichts. Ungeeigneter Bauplatz. Komm schon. Die Catalyst-Startrampe ja, freu dich doch. So. Erobern Sie die verlassenen Nordgebäude, bevor die Aliens sie zerstören. Oh. Zusätzliche Produktionskapazitäten. Alien-Einheiten nähern sich von Norden. Sollen die doch. Angegriffen. Mir doch egal. Einheit verloren. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Ja, sicherlich. Was geht denn ab mit denen? Passen ja voll aus. Egal, hier hin und dann fertig. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Schneller sammeln, los, Jungs. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Oh, Mann, ich sag ja, das ist so eine Scheiß-Mission. Mann, nervige Kack-Mission. Oh, nochmal. Nee, haben wir schon gesehen. Oh, Mann. So, starten. Ich sag's ja. Hab ich nicht recht gehabt, dass diese Mission sowas von scheiße wird? Egal, ich baue jetzt sowas von Raketentrupps. Ja, das hatten wir schon gehabt, dein Gelabere. ja, sicherlich. So. Wir bauen erstmal ruhig Nordmods oder so, weil die sind ja nicht so schlecht. Ja, die helfen uns auf jeden Fall. Wir bauen erstmal auch hier weitere Luftabwehr. Weil hier, ich glaube, die kommen hier nur mit Lufteinheiten versagt. Aber wir können doch schon mal hier Einheiten hinschicken. Ja, du hast die Raketen, okay. Bauen wir mal hier hin. Und dann bauen wir welche Nordmobs. Und danach bauen wir hier einen Kran und dann ja müssen wir das Gelabere von den Typen anhören, weil der so viel redet. Ja, okay. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Oh, heul doch. So. Wir haben die Raketen. Schauen wir mal. Wo bleiben eigentlich die Nordmobs? Wo sind die jetzt wieder? Wir haben die Raketen einsatzbereit. Wo hocken die jetzt schon wieder? Die Catalyst-Startrampe. Die sind so dumm, ne? Angegriffen. So doof. Machen wir uns bereit. Wir haben die Raketen. Skorpion Panzer. Einheit befördert. So, geht doch. Das ist so eine nervige Mission. Nein! Baut. Ach kommt. Blöde Scheißmission. Ah, ihr seid so kacke. Was ist unser nächstes Ziel? So, hier schützen. Mann. Die einen auf den Trab hier. So. Ja, sicherlich. Aber ich habe jetzt schon welche Luftabwehr gebaut. Ha. Ha. Ja. Ich habe daran schon gedacht.
Ja. Da wollen wir noch einen weiteren Sammler, warte mal. So. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Abgebrochen. Bla 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 bla. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Baut. Oh nein, wir brauchen wieder so einen. Sonst haben wir hier. Ah! So, jetzt haben wir genug Kittentrupps, aber irgendwie. Sind unterwegs. Scheint die hier den Gebäude anzugreifen. Boah, ziehen die viele ab. Ich finde das so geil, wie die Raketen immer so leuchten, ey. Ich glaube mir, also bei Alarmstufe 3 wird das auf jeden Fall auch richtig fett aussehen mit den Effekten. Es war jetzt ein bisschen so leicht Comic-Style, glaube ich, oder so. Also was war, glaube ich, das. Aber es bockt eigentlich so wesentlich. Also das kann man nicht als schlecht tendieren. Also nicht schlecht auf jeden Fall als CC4, aber CC4 hat ja auch wieder so ihre eigenen Ideen gehabt in dem Spiel. Ah, Mann. Ihr mit euren verdammten Lufteinheiten, ne? Ihr liebt die irgendwie oder so, ne? Schießt auf alles, was sich bewegt. Macht sie fertig. Lasst sie nicht rankommen. Das ist mal wieder so typisch. Aber naja, was soll's. Nein. Oh, ich krieg alles durcheinander hier. Ungeeigneter Bauplatz. So. Wir müssen jetzt einen Ingenieur ausbilden, habe ich so irgendwie verstanden. Ja, Junge, ist gut. Wir haben es kapiert. Alter, oh, nicht diese Viecher. Haut ab von den Dingen. Keine Gefangenen! So, jetzt gucken wir mal schnell. Kann ich irgendwie helfen? Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Fliegt, geh da schnell hin, ey. Geh da schnell hin. Ja! Einheit befördert. So. Scheißegal, was ihr macht. Hauptsache, ihr werdet diese Viecher los. Wir bauen jetzt mal schnell welche Buggies noch auf und dann noch welche Not-Mobs. Die werden dann sich auch noch um die Sache kümmern. Nein, ich seht ihr? Der schießt jetzt so dreist. Das ist so dreist auf meine Dinger hier. Auf meinen Saboteur. Das geht gar nicht, also. Hau ab! Lass meinen Saboteur in Ruhe. Er muss überleben. Verdammt. So, schön Raketen, Fontäne. So muss das sein, so muss das sein. So, wir werden jetzt auch gleich danach mal unsere Lieblinge hier bauen. Unsere Venom-Gleiter. Ja. Ihr wisst schon, was ich vorhabe. Aber psch. Rein da, los. So. Denke mal, das schaffen wir ganz gepflegt, die Sache. Gebäude besetzt. So. Neue Bauoptionen. Einsatzziel erreicht. Jetzt haben wir das mal erobert. Jetzt müssen wir das reparieren. Ja, genau. Da bauen wir auch mal welche Venom-Gleiter. Einheit verloren. So. Ja, ist mir doch Schnups. Ich häng sie alle ab. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Ja, das ist so klar. Ausbildung. Aber was soll's. So. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Was kommt da jetzt wieder auf uns zu? Achso, das ist sowieso alles nur Lufteinheiten hier. Alles nur Lufteinheiten hier. Die machen einen Wahnsinn. Na klar, sicherlich. Muss ja passieren. No. So, es funktioniert alles wieder. Alles wieder Ass rein. Ja. Super. So. Einheit wird angegriffen. Tiberiumfeld abgebaut. Weiter so. Los geht's. Bin unterwegs. Gleiter bereit zum Abheben. So. Die Sache ist fast repariert hier. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir das jetzt noch weiter schützen, bis es ganz repariert ist? Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Naja, wir bauen erstmal Venom-Gleiter auf hier. So, mit den Laser-Kondensatoren. Kondensatoren. Oh, unsere Sammler haben hier schon ordentlich aufgesammelt. Einsatzziel erreicht. Oh yeah. Es gibt mir die Basis. Feld erweitert. Verdammt, gib mir die Basis. Oh, da ist blaues Tiberium. Nähern sich von Norden. Oh nö. Ja. Video gut gemacht, Commander, aber die Invasoren erhalten Verstärkung. Sie kommen von Westen. Zeigen Sie dem Pack Ihr neues Spielzeug. Empfange Nachricht. Testen Sie die Funktionalität der neuen Catalyst-Raketen.
Okay, starten wir mal. Wo ist die Catalyst-Rakete? Ist startbereit. Ziel wählen. Neues Bonusziel. Beweisen Sie Kane Ihren Wert. Besiegen Sie die Aliens ohne Einsatz der Catalyst-Rakete. Ja, gar nicht. Da habe ich überhaupt keinen Turn drauf. Das dauert viel zu lange. Also Leute, wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr das machen. Aber ich habe ja keinen Bock drauf, also mache ich das. So. Da setze ich jetzt keinen großen Wert drauf. Ja, ist eigentlich nicht so stark, aber es geht. So, jetzt haben wir wenigstens ein Laser-Upgrade. Was ist das für eine Scheiße? Achso, müssen wir das mit unserem Saboteur einnehmen, oder was? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Um diesen Stützpunkt ganz unter Kontrolle zu kriegen. Naja. Die Bruderschaft vertraut mir. Ah! Ich hab was vergessen. Alles ruhig. Ah, neben uns sind ja so welche Scheißviecher auch noch. Ah, fuck. Ziel wählen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Holen wir sie uns. Verstanden. Ach du Scheiße, ja. Ey. Bin gleich dort. Verstanden. Okay. So, schnell erstmal zerstören. Abgeschlossen. Auf Patrouille. Einheit wird angekommen. Begleiter bereit zum Abheben. Patrouille bereit. Okay. Aliens. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Ey, wo ist der Venom-Gleiter? Da. Irgendwas gesehen? Ja. Venom-Gleiter so. Abheben. Schnell hier hin. Oh, wow, wow, wow. Irgendwas gesehen? So. Bin gleich dort. Alles ruhig. Eieieiei. Patrouille bereit. Okay. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Ja, ja. Ausbildung. Einheit verloren, bla bla bla. Wo sind die Feinde? Ey, warte mal, was ist unser Saboteur? Haben die bestimmt wieder krass ausgeschaltet, ne? Gleiter bereit zum Abheben. Schwör ich drauf. Das sind bestimmt so ganz hinterhältige Leute. Reparatur läuft. Die Bruderschaft vertraut mir. So, setzen wir das mal, bereit zum Abheben. Oh Mann. Die Aliens abfacken. Hier einfach hier drauf. Bam! Hat ordentlich Wumms das Ding. Schon mal gar nicht so schlecht, ne? So, wo ist da eigentlich der Saboteur? Machen wir unseren Job. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Es wird uns gehören. Oh, nimm einen los. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. So. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen dicken Daumen hoch freuen, weil ich werde gleich wieder einen Cut setzen. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein würdet, wie ich hier noch die Mission noch beende. Und, ja, dann denke ich mal, dann beende ich sowieso die Mission, ist ja klar. Und, ja, danach, ja, geht es eigentlich dann weiter. Wir sind fast bei der Nordkampagne durch. Also ich würde mich noch freuen, wenn ihr noch weiter hier schauen würdet bei der Nordkampagne. Falls ihr noch nicht die GDI-Kampagne angeguckt habt, dann könnt ihr es auch noch gerne machen. Und ja, seid einfach mal wieder im nächsten Part dabei. Ich würde mich auch ein dickes Daumen hoch freuen, wie ich schon gesagt habe. Favo würde ich mich freuen. Verbreitet es auch noch bei Facebook, wenn ihr wollt. Wäre echt cool als Support. Und ja, wenn ihr auch noch so nice seid, könnt ihr mich auch noch gerne abonnieren, um keine Folgen zu mir von mir zu verpassen. Aber ich zwinge euch zu gar nichts, ihr müsst es nicht. Aber es wäre echt cool und ja, also dann würde auch auf jeden Fall die Community von mir auch auf jeden Fall emporsteigen. Ja! Also Leute, seid im nächsten Part wieder dabei oder in meinen Videos. Euer GearTobi und ciao.